Hi, hier ist Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität, Elektromobilität Berlin-Brandenburg, genau. Und ihr seht schon, ich stehe hier neben einer brandneuen Ladestation und was es damit auf sich hat, das erkläre ich euch nach dem Intro. Denn auf einmal existieren jetzt plötzlich hier in Kleinmachnow ganz viele neue Ladestationen. Die sind zwar noch nicht in Betrieb, aber die sind irgendwie jetzt ganz schwer am Aufbau. Und ich wollte euch mal zeigen, wie in Kleinmachnow die Ladeinfrastruktur umgesetzt wurde. Und dazu drehe ich erstmal die Kamera um und zeige euch jetzt mal hier eine dieser neuen Ladestationen, die hier direkt an der Südseite vom Rathaus Kleinmachnow entstanden ist. Ihr seht, sie ist ganz frisch gesetzt. Es sieht auch fast so aus, als sei der elektrische Anschluss noch nicht erfolgt. Die Station ist auch noch stromlos. Die beiden Masten, die dann die Beschilderung tragen werden, sind noch nicht mit den Schildern versehen. Und die beiden Stellplätze vor der Ladestation sind auch noch nicht markiert, so wie das vorgesehen ist in den Förderbedingungen. Aber die Ladestation selber können wir uns schon mal angucken. Es ist also eine Compleo-Station geworden, die auch allerneueste EBG Compleo, die also auch die allerneuesten eichrechtlichen Bedingungen erfüllt. Wenn wir uns mal angucken, finde ich eigentlich vom Design her sehr schön. Das erinnert mich so ein bisschen an das Design der Türme der Windkraftanlagen von Enercon, die auch mit so einem Ringdesign arbeiten. Das Ganze schön aufgelockert. In Blau fällt auch auf. Vielleicht mal so ein bisschen im Gegensatz dazu blenden wir mal ein Bild ein einer dieser Ladestationen in Berlin. Hier also das Ganze ein bisschen freundlicher gestaltet. Wir können also hier vorne schon mal sehr schön sehen den Aufkleber, der darauf hinweist, womit man hier laden kann, nämlich mit allen RFID-Karten und ich gehe mal auch davon aus, mit allen Apps, die das Ladenetz integriert haben. Dann haben wir hier das Symbol für die Stelle, wo man die RFID-Karte davor halten soll. Hier oben Display, der übliche Aufkleber für alle Ladestationen, die über das Bundesförderprogramm gefördert wurden, wenn etwas nicht funktioniert. Und zwar auch hier, das könnt ihr sehen, eine 24-Stunden-Entstördienst. Das ist interessant. Das werden wir sicherlich mal unter die Lupe nehmen, wenn die Station mal nicht funktionieren sollte. Dann haben wir an der Seite das entsprechende Modul, das SAM-Modul, kann man hier so ein bisschen sehen, nämlich der Zähler. Was ich auch ganz toll finde, hier gleich eine Beschreibung zu diesem Anzeigemodul und der Hinweis auf, dass man also praktisch die geladenen Kilowattstunden und die entsprechenden Ladedaten also auch abrufen kann, wie man da hinkommt mit einem QR-Code. Hier hinter verbirgt sich der Typ-2-Anschluss. Es ist 2x22 kW. Auf beiden Seiten je 22 kW. Oh, es freut mich natürlich sehr, dass das jetzt noch geklappt hat. Soweit ich mir bekannt ist, musste die Gemeinde auch eine Fristverlängerung beantragen, weil einfach die Firmen, die das aufstellen, nicht hinterherkommen. Ja, also ich werde euch dann demnächst wieder davon berichten, wenn die Ladestationen in Betrieb gegangen sind. Dann werden wir so eine kleine Ladeparty vielleicht hier veranstalten. Und das wollte ich euch mal zeigen. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel, auch für andere Kommunen. Man kann es natürlich auf ganz viele verschiedene Arten umsetzen. Das ist jetzt mal hier das Beispiel, wie es hier in Kleinmachnow umgesetzt wurde. Daumen hoch erstmal dafür und dann schlicht und einfach bis zum nächsten Mal. Schönen Dank fürs Zugucken. Ciao.